Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Und ich bin perfekt eingekleidet für den nächsten Film. Ihr hattet ja abgestimmt darüber, was ich tragen soll, deswegen jetzt hier das. Und da passt es gut, dass wir über Ladybug und Cat Noir reden. Der Film natürlich, basiert auf einer Kinderserie. Und die rennen ja auch alle in sehr engen Spandex-Klamotten rum. Und ob der Film sich auch wirklich lohnt für die ganze Familie oder auch für Erwachsene, das verrate ich euch nach dem Trailer. Sorry. Hello? You are the chosen one. Are you ready, Marinette? What if I fail? You must face your own fear to protect the people you love. The fate of the world is in your hands! I forgot how loud this part could be. You are not the only one, Marina. There is another. Bonjour. In Meniscus, Ladybug and Cat Noir, der Film, geht es um Marinette und unter anderem um Adrian. Sie sind in der Schule, sie kennen sich eigentlich noch gar nicht, bis sie dann irgendwann sich über den Weg laufen. Und sie werden als ein neuer Bösewicht die Welt bedroht, quasi gerufen von den Geistern und sollen nun Ladybug werden und Cat Noir. Zwei Superhelden, die zusammenkämpfen, um das Böse auf der Welt zu besiegen, um wieder Einheit zu gebieten. Und im Grunde, das ist die Geschichte. Und dabei singen sie die ganze Zeit. Und es ist quasi ein Musical irgendwie. Und man muss das, glaube ich, mögen. Man muss da, glaube ich, mit Kindern reingehen. Und man sollte sich dann auch Schlaftabletten mitnehmen. Weil sonst hält man diesen Film wirklich nicht aus. Und bis auf Adrian, also Cat Noir, der wirklich richtig gut aussieht in seinem Suit und ich hätte den selber gerne, ist der Film wirklich grausig. Das ist schlecht animiert. Das sieht aus wie so ein Videospiel aus 2006. Die englische Synchro, die ich gesehen habe, ist unfassbar. Also das grenzt ja schon an Arbeitsverweigerung, was sie da teilweise fabrizieren. Dann ein Bösewicht, der aus irgendeinem ganz, ganz schlechten Direct-to-DVD-Film entsprungen ist, also es gibt wirklich Dialoge wie, ich kann dieses Amulett nicht benutzen, um meine Frau zurückzuholen, dann muss ich die ganze Welt vernichten. Und das ist wirklich genau so ein Dialog, dass er Leute, nur weil er seine Frau nicht wiederbekommt, einfach von jetzt auf gleich böse wird und sagt, okay, jetzt bringe ich halt einfach alle um. Und das ist so hanebüchen. Das ist dämlich. Das macht auch keinen Sinn. Warum ist da auf einmal ein Golem irgendwann? Warum singen die ganze Zeit? Also es hat nicht mal einen Sinn, dass die ganze Zeit singen. Das macht alles vorne und hinten keinen Spaß. Und das geht dann auch noch 110 Minuten lang. 110 Minuten lang guckt man sich Charaktere an, die von A nach B laufen, in viel zu engen Klamotten, die wirklich toll aussehen, aber sie machen nichts. Sie beten sich ein bisschen an, sie finden sich geil, sie würden sich am liebsten bespringen, ne? Und dann hechten sie irgendwelchen Bösewichten hinterher, die weder richtig böse sind, noch irgendwie eine Rolle spielen innerhalb dieses Filmes. Also warum gibt es das? Warum gucke ich mir den Scheiß dann an? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sogar Kindern Spaß macht. Die Songs sind auch überhaupt nicht eingängig genug, um mit irgendwelchen anderen Filmen wie Frozen oder sonst irgendwas mitzuhalten. Die Charaktere sind viel zu nervig. Das ist alles viel zu stumpf, plump und dumm. Und ich weiß nicht, warum ich mir das angeguckt habe. Ich hätte den auch einfach sein lassen können. Und ich hätte nichts verpasst. Von mir kriegt Ladybug und Cat Noir deswegen auch keine gute Bewertung, logischerweise. Ich gebe 3 von 10 Punkten. Habt ihr den Film irgendwie gesehen, vielleicht mit euren Kindern, weil die werden sicher Spaß gehabt haben. Schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Wir holen uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.